Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Civilization 4 Community Variante mit mir, mit Puck und wie immer mit euren Vorschlägen. Ja, eigentlich müsste ich jetzt ganz bedröppelt in der stillen Ecke sitzen, denn Topaz hat sich einmal die Situation angenommen und hat einfach mal zum Rundumschlag ausgeholt. Ja, ich muss zugeben, mein Spiel ist nicht gerade von Konsequenz gekennzeichnet. Aber trotzdem, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Gewinnen wird man es trotzdem. Aber anyway. Ich werde erstmal anfangen mit der Forschung. Dass ich die einstelle und festmache. Im Groben hatte ich das ja, glaube ich, auch angesprochen, dass ich wahrscheinlich als nächstes dann auf... entweder Gesetzgebung war ja mein Gedanke. Ich weiß gar nicht, weil ich glaube, Bovis hatte ich auch schon mal angesprochen, damit ich Katapulte vorbauen kann. Und das werde ich jetzt einfach mal festmachen. Danach geht's auf Maschinen, damit man dann auch die Voraussetzung hat für Berserker auf der Seite. Und dann geht's Richtung Gesetzgebung, öffentliche Verwaltung für Berserker. Und danach kann man auch noch Maschinenbau hersetzen für Trebuchets und etwaige Pikiniere, falls der Gegner Briteinheiten hat. Aber das wiederum nur als Zusatz. So, dann wollen wir jetzt mal durch die Städte durchgehen und umsetzen, was der gute Topaz so vorgeschlagen hat. Natürlich sofort die Bib peitschen und als nächstes Ziel die Schmiede, damit man schnellstmöglich die Schmiede stehen hat. In Topazala meinte er das Gleiche. Hier kann man nebenbei sogar noch einen Überschuss mitnehmen. Ich muss zugeben, hier würde ich mich grundsätzlich eher ein bisschen weigern zu peitschen, aber... So, kann ich noch direkt den Wissi halten, denn die Hütte da ist jetzt nicht so wichtig, denke ich mal, im Verhältnis. Als nächstes hatte er Sklavabu angesprochen, wo ich natürlich hier an der Mine festgehalten habe, obwohl man eine Küste belegen konnte. Ich muss zugeben, das war Absicht, ganz einfach, weil ich gerne möchte oder wollte, dass die das Sklavabu Einheiten auf normale Weise produziert. Damit ich die Einheiten, die ich hier baue, nicht hier behalten muss, damit die Stadt unhappy wird. Aber wie gesagt, das war nur mein Grundgedanke. So wächst die Stadt schneller, man kann natürlich peitschen. So, Paparis zieht sich natürlich den Reis. Und kommt hoffentlich jetzt schneller aus dem Knick. Da hat dann jetzt Ressourcenanzeige mal an. Puck will halt den kürzeren gezogen in dem Vergleich. Und ja, Puck will mag nicht die beste Entscheidung gewesen sein, aber ich denke schon, dass ich muss es denken, sonst würde ich da wahrscheinlich sehr unglücklich mit werden. Denke, dass ich vielleicht dieses Feld erobern kann, kulturell, das hier, und holzen kann. Anyway. So, dann hier natürlich auch die Schmiede peitschen. Und als nächstes, das wurde umgelegt, ja, okay. Direkt weitermachen mit der Schmiede, genau. Und dann waren wir noch in Strategiev, wo wir natürlich hier den Handelsposten peitschen und dann übergehen zum Schmiedenbau. So, jetzt dürfte ich aber alles erstmal umgesetzt haben, was Topaz vorgeschlagen hat. Das heißt, wir dürften jetzt auf Kurs sein und hoffen wir mal, dass es auch Früchte trägt. So. Was mir gerade auffällt, keiner hat gesagt, was ich mit dem Wissi machen soll, den ich jetzt hier bekomme. Den könnte man natürlich nutzen, um in Paparis eine Akademie zu bauen, die natürlich A, kulturell so ein bisschen aushelfen würde, dass uns hier nicht die Felder weggenommen werden. Allgemein natürlich ist das eine sehr nette Stadt hier mit viel, viel Hüttenland. Was ja durchaus Sinn macht, weil dann
Ist auch am Fluss gelegen. Das heißt, hieraus könnte man dann. Hat zwar auch insgesamt 4 Gebirge im Fat Cross, aber trotzdem. Besser wird wohl kaum eine Stadt werden, die ich derzeit sehe. Der Rudingdon ist nicht schlecht, aber hat Wüste im Fat Cross. Auch Gebirge und hat keine richtige Nahrungsressource. Ansiedeln ist, glaube ich mal, noch nicht so prall. Golden Age auch noch eher nicht. Das heißt, ich würde persönlich tendieren, eine Akademie nach Paparis zu setzen. Ich werde es aber nicht tun. Mal gucken. Das könnt ihr dann entscheiden im in der Woche. So. Gucken wir doch mal. Die Stadt wächst in 12 Runden nach. Also lasse ich den Axti erstmal dort. Damit die Stadt nicht unglücklich wird. So, es werden viele, viele Gebäude fertig. Das ist natürlich sehr schön. Puck will Stadtgrenzen nämlich erweitert. Das ist wirklich mal eine gute Nachricht. So, hier kann man dann später auch mal natürlich eine Bewässerungsstraße hochziehen. Fällt mir spontan auf. So, jetzt werde ich natürlich auch mal das Holzen anfangen, auch dieses Feld, damit mir das nicht kulturell weggenommen wird, bevor ich es holzen kann. So, ein Speer ist jetzt schon angekommen. Mit dem werde ich jetzt auch da unten die Gegend mal erkunden. So, den lasse ich auch erstmal hier unten. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht sein, dass das Feld nicht belegt wird. So. Natürlich soll die Stadt wachsen. So, hier wird das Feld belegt. Das ist natürlich nicht schön. Umbelegen. Mal gucken, ob wir da auch eine schöne, schnelle Peitsche finden können. Pop 3 oder sowas könnte man da ja anvisieren. So, Paparis könnte natürlich jetzt noch ein bisschen Happiness gebrauchen. Aber da können wir nachhelfen in Sklavabu. Gucken wir mal. Ja, Pop 1,52 Hämmer ist jetzt nicht schön. Andererseits ist es nur eine Küste. So. Und den Axt, die lasse ich jetzt in der Stadt. Und den nächsten Axt, die peitsche ich dann Pop 2. Und dann, den kann ich dann direkt nach Paparis schicken. So zumindest jetzt mein Grundgedanke. So, hier sind auch 3 Bautrupps, die dann schnellstmöglich sich um das Feld kümmern würden. Gut, 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 gut. Nicht toll, aber gut. So, dann werde ich jetzt auch mal hier 2, das würde eine Mine kosten. Ist jetzt nicht schön, aber der Überschuss an sich ist natürlich nett. Und vor allen Dingen kann ich dann statt Hüttenwachstum ist mir da wichtiger, kann ich dann statt der Ebenenminen, die natürlich auch jetzt nicht so der Ebenen Hütten, die auch nicht so schlecht sind, aber ziehen eine Stadt halt doch runter vom Wachstum. Deswegen kann man dann hier lieber Küstenfelder belegen, vor allen Dingen bevorzugt vor den Minen. So. Grundsätzlich hat es natürlich jetzt erstmal so ein bisschen das Geld runtergezogen, die ganzen Peitschen, aber ich denke, das wird sich noch wieder amortisieren. Xi Ling Xi wurde bei uns geboren. Wie gesagt, benutzen werde ich noch nicht, aber ich ziehe ihn schon mal nach Paparis. Für den Fall der Fälle. So, hier drauf ziehen, dann kann ich schon mal holzen. Dann dürfte die Kornkammer in Alemanne so gut wie stehen. So. Jetzt erstmal nach Sklavabura. Den Überschuss muss ich nämlich in die Schmiede jagen, weil sonst kann ich danach den Axti nicht Pop 2 peitschen. So.
Wenn ich jetzt voll aufdrehe, die Forschung, habe ich es nicht ganz in einer Runde. Dann ziehe ich den schon mal auf die Steine, dann kann ich das Feld nämlich gleich schon mal ausbauen. Schon mal eine Straße drunter setzen. Und nur zwei Bautrupps dort sollten reichen. Sobald ich das Feld mich kulturell erobert habe, kann ich dann holzen. Gucken wir mal. So. Vier Prozent pro Runde. Es geht also schon recht zügig voran. Gut. So, auch das wird natürlich geholzt. Hier ebenso. So. Forschung wird aufgedreht. Ja, jetzt... was mache ich mit dem Freund der Sonne? Der wird jetzt... Ich weiß, jetzt wird Topaz mich wahrscheinlich dafür köpfen, dass ich den nicht effektiv zu beschäftigen weiß, aber... Was soll ich denn? Ich hätte mit ihm irgendwo eine Straße für eine Runde anbauen können. Ich dürfte aber jetzt nicht den großen Unterschied machen, denke ich mal. Gut, den brauche ich jetzt, denke ich mal, nicht zum Holzen. Hier, guck mal kurz, 32%. Ich überlege gerade, woanders wichtige Modernisierungen bauen. Göttington wächst nicht schnell genug, als dass es da dringend notwendig wäre. Hier bei Orkenville kann man noch die den Wein ausbauen, fällt mir gerade auf. Ist ja auch eine ganz respektable Nahrungsquelle. So. Militärisch sind wir übrigens fast ebenbürtig mit dem. Nicht von ihren Freunden, sondern von ihren Feinden, lernen Städte, hohe Mauern zu bauen. Mit dem Äthiopier fällt mir gerade spontan einmal auf. So, wir sammeln mal wieder etwas Geld. Fangen wir an, hier Steinbruch zu richten. Und dort hat er Fasil Gebi gebaut. Gut. So, fast vergessen, bevor mich jetzt wieder alle ausschimpfen. Gut. Gucken wir doch mal, 70 Hämmer. Das heißt, ich müsste ihn schon unangebaut peitschen. Was grundsätzlich jetzt nicht toll ist, aber die Stadt müsste relativ schnell nachwachsen. Und ich verliere dadurch erstmal nur eine Einserhütte. Nicht top, aber damit kriege ich auch Überschuss in die Schmiede. Und so kann ich Paparis direkt wieder glücklich machen. Oder was heißt wieder glücklich machen, ist gar nicht erst unglücklich werden lassen, sozusagen. So. Dann baut mir dort mal die Ressourcen aus. Peitschen kann ich das hier noch nicht, leider. Ansonsten gucken wir mal kurz, ob sich das hier schon anbietet. Ne, Pop 4 für 59 Hämmer, grundsätzlich nicht so verkehrt, aber... Damit würde ich definitiv auch Kommerzwelle wegpeitschen. Pop 3 würde ich noch überlegen. Pop 4 ist außer, für mich persönlich, außer wenn ich Banken baue, eigentlich ein No-Go. Hier zum Beispiel würde ich schon fast sagen, habe ich nicht aufgepasst mal wieder. Kann ich natürlich die Hütte erstmal belegen, die auch von der Hauptstadt zu belegen wäre, glaube ich. Genau. Mache ich auch erstmal so. Die Rudington langsam und stetig wächst es. Sehr schön. Hier wird weiter munter geholzt. Und hier sind wir schon gut dabei. Haben schon 38% Kultur um Puckville. Zara Jakob hat die Stadt Celia gegründet. Oder Ceila, wie auch man es nennen möchte. So, kann ich da auch noch in aller Ruhe eine Straße draufsetzen.
Und dann wahrscheinlich schon mit dem Holzen anfangen. Gut. Hier unten, wenn das, wenn der Wald gefallen ist. Ne, ich könnte sogar jetzt schon peitschen, das tue ich dann auch. A, für die Kultur und zweitens, weil der Überschuss durch die, durch den Wald hier, oder nicht Überschuss, aber das Holz hier quasi in Bibliothek wandert. Übrigens, ich möchte gerne, dass hier der Wald reinfließt. So. So. Sieht doch soweit ganz gut aus. Hier könnte ich jetzt den Handelsposten peitschen. Aber ich belege das. Aber 56 Hammer ist schon ganz nett und ich würde dadurch nur ein Einerfeld wegpeitschen. Die Stadt wächst direkt wieder nach und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, neben den ganzen Grünlandfeldern hier, wobei ich mich von denen hier eigentlich fernhalten möchte, weil die eigentlich für Papares später sind, kann ich dann aber zumindest ausgleichen, wenn ich hier mal eine Peitsche gemacht habe. Kann ich nebenbei dann auch Küstenfelder effektiv belegen. So, was gibt's hier noch? Ich überlege gerade. Grundsätzlich könnte ich natürlich jetzt auch wieder peitschen schon direkt wieder. Und einen Markt bauen. Markt ist natürlich für Happiness ganz okay. Aber vor allen Dingen auch, wenn ich hier so wie jetzt auf 30 Kommerz komme, würde ich mit dem Markt, man muss ja nur 25% drauf rechnen, würde ich damit dann knapp auf 37 kommen. Naja, eigentlich 37,5, aber Ziff rundet ja immer ab. Es wäre aber eine Pop-2-Peitsche, das heißt, die wäre noch mehr oder weniger vertretbar. Die Stadt wird direkt wieder nachwachsen, das heißt, ich würde wahrscheinlich nur ein Küstenfeld, nur ein Hütte längerfristig verlieren. Klingt gut, mache ich. Ja, die Stadt wächst hier direkt wieder nach. Dürfte also aus der Hinsicht kein Problem sein. Gucken wir mal kurz hier, schon bei 41%. So. Es sieht natürlich jetzt erstmal nach etwas Stagnation aus, wenn man so möchte, weil mein Geld pro Runde nicht wirklich großartig ansteigt. Aber die Gebäude, die ich fertig habe, sind natürlich erstmal gut und die setzen natürlich im Endeffekt dann auch den Domino-Effekt. Je früher, desto besser. In Kraft. So, wir sind hier schon bei 43%. Das heißt, wenn der Gegner jetzt nicht gerade auf wundersame Weise irgendeinen Schub bekommt. Wobei 81 Hämmer sind schon ganz okay. Und natürlich direkt die Schmiede da rein. So. Nächste Runde kann ich dann auch hier den Handelsposten peitschen. Wie lange dauert es eigentlich noch? 9 Runden. Bis zur KE. So. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwas draufsetzen soll. Ja, eine Hütte grundsätzlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber erstmal das Wichtige tun hier. Den Handelsposten peitschen, danach eine Kornkammer. Das Dumme ist, dass diese Stadt wirklich keinerlei Nahrungsressourcen hat und auch nichts, wo ich irgendwie noch eine Farm mit hinzaubern könnte. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob ich da jetzt was hinbaue oder nicht. Ich werde das Feld sowieso nicht belegen, weil ich die Küsten effektiver benutzen werde. Von daher kann ich das auch einfach lassen. So. Da muss man jetzt ja nicht künstlich ein Drama draus machen. Das Feld würden sie mir rein theoretisch dann kulturell sogar abnehmen. Muss man mal gucken. So. Machen wir mal einen kleinen Umweg da unten, um Havulti zu sehen. So.
steht noch nicht. Aber ich kann umbelegen. So. Wahrscheinlich habe ich wieder die Hälfte an Minen, die ich dummerweise belege, übersehen. Warum der hier unten unbedingt das Ding nicht belegen will, verstehe ich echt nicht. Die Stadt ist doch happy, oder habe ich hier irgendwie eine falsche Automatisierung eingegeben? Nee. Was? Nein, so und so, genau. Natürlich keine Mine. Gucken wir mal kurz hier. Wie gesagt, Pop 4 ist mir immer noch zu teuer. Aber es läuft grundsätzlich ganz gut. Ich werde auch nicht mehr lange spielen, dieses Turnset. Grundsätzlich hier Pop 2 und dann noch netter Überschuss. Nehmen wir ihn natürlich gerne mit. Den Axtkämpfer muss ich dann zwischendurch eventuell einschieben wegen Happiness, aber das muss dann spontan entschieden werden. So, jetzt setzen wir hier erstmal den Bautrupp aus. Zack. Wie lange brauchen die noch? Noch 3 Runden. In 7 Runden kommt das. Das heißt, ich werde erst hier holzen, den Wald noch abholzen, dann können die beiden Bautrupps gleichzeitig auf die Kuh zu rennen. So zumindest die Planung. Hier habe ich vor, übrigens eine Hütte draufzusetzen. Ja, ich weiß, einige würden das nicht tun, aber ich mag eigentlich Grünlandhütten. Also Grünlandhügelhütten, vor allem wenn sie auf oder an Flüssen sind. So. Paris ist gewachsen. Sehr schön, da muss ich gleich mal gucken, welches Feld belegt wurde. Da lassen wir natürlich die Mine jetzt nicht hängen. So, noch eine Runde und dann haben wir's. So. Hier platziert und dann kommt da nichts mehr durch. Gut, 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 gut. Gut. Ja, das Dumme ist, da komme ich nicht in einer Runde hin. Das heißt, ich werde erstmal nach... Naja gut, das Weingut ist schon so gut wie errichtet, sehe ich gerade. Hier muss ich jetzt auch keine Mine draufsetzen. Das hat ja auch erstmal keine... Wie lange dauert die KE? Noch 13 Runden. Das heißt, das würde ich nicht... Also ich wäre schneller mit dem Wald da oben fertig, als dass er im Fat Cross wird, sonst hätte ich gesagt. Schon mal dorthin ziehen und holzen, aber... Gut, New Graph hat schon mal umbelegt. Noch 6 Runden. Jetzt nicht die effektivste Sache, aber ich ziehe auch mal hin, dann kann ich sogar mit 3 Bautrupps dort holzen. So. Eine Runde warten, denn dann dürfte dieses Geländefeld switchen, flippen. Sucht euch aus. Genau. Dann dürfte hier auch schon mal das Feld fertig werden. Und gut, sieht soweit ganz okay aus. Was wurde hier neu belegt? Grundsätzlich, na gut. Ich muss zugeben, hier Hüttenwachstum ist normalerweise allesamt wichtiger. Zack, scheiß was auf Puckville. Puckville bekommt bald hier unten die neuen Wälder. So. Mal sehen, ob es reicht. Um die Kultur freizudrücken. Ja, Wolowitz. Das hat gereicht. Sehr schön. Fangen wir doch mal an. Gucken wir mal, ob wir hier schon sehen, ob er... Oh, was er dort alles an Kultur hat. So, das soll es aber auch gewesen sein schon für dieses Turnset. Ich gucke jetzt nur mal kurz hier durch. Das heißt, hier wird jetzt geholzt. Und zwar erstmal ein Kornspeicher, das dürfte. Guck mal kurz. Nein, also. Ich
muss zugeben, ich werde jetzt einmal hier umlegen. Zack, so wächst die Stadt wenigstens weiter. Denn dann kann ich den Kornspeicher bauen. Holzen Schrägstrich. Und dann kann ich danach nämlich eine Bib bauen, Wald reinfließen lassen und hoffentlich Holzen. So. Gut. Sieht soweit ganz kuschelig aus. So, ich mache jetzt mal einen kurzen Stadtrundgang. Ich werde jetzt nicht groß was dazu erzählen. Die Informationen könnt ihr euch dann ja einfach rausholen, indem ihr einmal auf Pause drückt und dann könnt ihr ja Kommentare hinterlassen. Was soll ich übrigens mit dem Vissi machen, der jetzt in Paparis wartet? Sagt mir, soll ich dort eine Akademie bauen, die auch Kulturdruck ausübt und für eine spätere Hauptstadt, wo Oxford schrägstrich wo ausführen könnte, geplant ist? Soll ich, wenn die Steine fertig sind, die Steine ja auch belegen, weil sie ja ein ganz nettes Feld sind, oder trotzdem auf Wachstum und Peitschen beharren in Sklavabu? Soll ich auch mal eine Pop-4-Peitsche auspacken? Jetzt nicht unbedingt ein Paparis, Gott bewahre, aber allgemein. Was meint ihr? Wie wollt ihr das gerne haben? Wart ihr mit den Peitschen, die ich in diesem Turnset ausgepackt habe, einverstanden? Oder war ich euch immer noch zu zaghaft? All das und noch viel mehr könnt ihr mir sagen und ich werde es versuchen umzusetzen. Und wie ihr seht, langsam fügt sich das Ganze doch halbwegs zusammen. So. Vielleicht dürfen wir auch schon so gut wie durch sein. Göttington läutet so ziemlich das Ende ein. Und hier unten Libya hat zumindest schon mal die Kulturgebäude, einen Kornspeicher. Und als nächstes halt die Schmiede. Was man übrigens auch merkt, nochmal kurz zurück, was ich sagen wollte. Man merkt auch, dass ich schon nur noch eine Handelswege habe. Das heißt, der Gegner hat anscheinend nicht genug Städte, um mir Handelswege zu bieten, was ich deprimierend finde. Aber, hey. Mir fällt gerade auf, ich könnte natürlich jetzt stumpf, zack, das tue ich einfach mal, die Kornkammer schon peitschen, damit kriege ich einen Überschuss für die Bib und beide Wälder fließen in die Bib rein. Und bevor ich die Mine da belege, macht das, denke ich mal, sogar mehr Sinn. So, Alemanne hat hier bald auch die Kornkammer, der zweite Wald, welcher wird ja auch noch fallen. Und dann kann ich die Kühe ausbauen, die dann entweder für Newgrave oder Alemanne sind. So, das soll es dann auch gewesen sein. Was mich nochmal gerade interessiert, wie viele Städte hat er, wie viel ich? Ich habe 16, er nur 14, okay. Und wenn man mal sich anguckt, hat er da unten zwar relativ viele Fische und alles, also nettes Land für eine Specialist Economy. Aber das wirklich schönere Land habe ich abgegriffen, wenn ich mal ganz dreist bin. Und das Einzige, was mich daran hindern könnte, wäre seine Kreekultur und seine Kreebibs. Aber ich denke, es sieht ganz gut aus. Ich bin dankbar für eure Vorschläge und Tipps. Ich hoffe, ich habe jetzt auch einiges umgesetzt und dass Topaz nicht mehr so stark meckern muss. Und nein, das war jetzt keine Kritik an dir, Topaz, sondern ich habe es mir zu Herzen genommen und habe es umgesetzt. Also nicht falsch verstehen. Wie gesagt, für Tipps bin ich mal dankbar. Ich werde es umsetzen, denn das hier ist und bleibt euer Let's Play. Was ihr sagt, setze ich so um. Sofern nicht meine frühsenile Demenz einsetzt und ich vergesse es. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns dann nächste Woche. Hoffentlich viel Feedback und bis dahin.